Jo Leute, was geht ab? Und ein herzliches Willkommen. Es ist wirklich sehr lange her, es tut mir echt leid. Ich hatte ein paar technische Probleme, aber auch vor allem habe ich mir ein paar Tage mal ein bisschen Pause gegönnt. Abonniert gerne den Channel kostenlos. Und wir starten heute auf ein Video von Simplicism, der größte Krypto-Betrug aller Zeiten. Ich bin sehr gespannt. Abonniert unbedingt gerne den Channel kostenlos für mehr Reactions, aber auch gerne für mehr Rants und auch gerne für mehr Gaming. Und schaut unbedingt gerne auf Instagram und vor allem auch gerne auf Insta-Tobi auf TikTok vorbei. Wir starten direkt los. Das ist Dr. Ruja Ignatova. Die kenne ich. Die ist eine fette Betrügerin, die ist eine Deutsche. Die Story habe ich gehört erst letztens. Frag mich nicht wo, ich glaube Vox war das oder so. Und die Story ist echt ziemlich krass, weil die hat sich so als Crypto Queen irgendwie präsentiert. Obwohl sie, es war so ähnlich wie auf das Video, was wir reagiert haben von diesem einem Mann, der ja auch Multimillionär war und Investor und für andere investiert hat und so weiter. Und der hat sich auch immer Geld genommen und das ist dann irgendwann zusammengebrochen, das ganze Konstrukt. Und so ging es bei ihr auch, wir hören mal unbedingt rein. Menschen auf der ganzen Welt wollen ihre inspirierenden Reden hören. Genau, dann ist eine Flüchtling-Wallcoin in Bangkok. I believe what makes us different is our vision. We are more than just one coin. We create the world around this genau. coin. Oder hier in der Wembley Arena. We are more than just one London. Coin. This network was created to become and to fuel the growth wow. of one coin. Which I strongly believe will be the number one cryptocurrency worldwide. Oder auch in Frankfurt. Ich bin einfach nicht jemand, der gut im Verkauf ist. Ich bin eher jemand, der sehr gern Zahlen macht, sehr gern Finanzen macht. Sie ist die Crypto Queen und ihre Währung soll die größte der Welt werden. Doch was, wenn Dr. Ignatova zigtausende Menschen in vollen Stadien einfach anlügen würde? Was, wenn OneCoin alles ein fake. Unfassbarer Betrug wäre? Die Saga der Kryptokönigin ist bezaubernd, brutal und schrecklich. Von einer Kleinstadt im Süden Deutschlands zu einem regelrechten Kult, zerstörten Existenzen, Verlusten in Milliardenhöhe und einem mysteriösen Verschwinden. Number one. Das ist sehr traurig, muss man sagen. Genauso ist es, ja. Sie ist ja dann einfach spurlos verschwunden. Auf keine Ahnung, weiß irgendwer wohin. Ich freue mich sehr auf die Story. Kennt sie teilweise natürlich, aber was dahinter steckt, auch nicht. Abonniert gerne den Channel. Original wird es unten drin. Hervorragenden Buzzfeed-Artikel. Wir haben euch beide in der Beschreibung. Crypto Queen. Och, du Kacke, Mann. Das sieht sehr creepy aus. Dr. Ruja Ignatova wurde 1980 in Bulgarien geboren und ist im Alter von 10 Jahren mit ihren Eltern nach Schramberg in den Schwarzwald gezogen. Sie hat Jura in Konstanz studiert und anschließend ihren Master an der englischen Elite-Universität Oxford gemacht. Später hat... Das verstehe ich dann halt auch nicht. Ich meine, sie hatte ja alles. Sie ist erfolgreich. Sie hat sich gut integriert. Sie hat eigentlich eine überaus gute Ausbildung gemacht. Sie hat studiert, hätte eine angesehene Anwältin werden können und macht dann so eine Scheiße daraus. Bei der renommierten Unternehmensberatung McKinsey gearbeitet. Ignatova beschäftigt sich früh mit Kryptowährungen und dem Hype um das digitale Geld. Mit Bitcoin haben manche Menschen bereits Anfang 2013 unglaubliche Gewinne erzielt. Sie erkennt, dass viele Menschen Angst davor haben, genau diesen Hype zu verpassen. Gemeinsam mit ihrem damaligen Geliebten, dem Schweden Sebastian Greenwood, gründet Ignatova 2014 die Kryptowährung OneCoin. In die Währung sollen auch Menschen investieren können, die nicht viel von der neuen Technologie verstehen. OneCoin soll die Nummer 1 der Kryptowährungen auf der ganzen Welt werden. Sogar größer als Bitcoin. The next big winner wirbt mit hohen und schnellen Gewinnen für Einsteiger. Genau. Der Wert der vielversprechenden Kryptowährung schieße angeblich immer weiter in die Höhe. Es gibt pompöse Partys und luxuriöse Autos, die vor allem eins zeigen sollen, dass es sich lohnt, in OneCoin zu investieren. Um die neue Kryptowährung entsteht nur ein Jahr nach Gründung ein krasser Hype. Die Community entwickelt sektenähnliche Strukturen. Sie haben ein eigenes Handzeichen. Wenn man investiert, gehört man zur Familie. Und alle, die OneCoin skeptisch sehen, werden als Hater abgestempelt. Hater. Es gibt sogar Fansongs über die Währung. Aber was ist OneCoin eigentlich genau? Und wie funktioniert die neue Kryptowährung? Das ist so ein Quatsch.
Kryptowährungen sind digitale Währungen. Mit ihnen ist bargeldloser Zahlungsverkehr möglich, genau, unabhängig von jeder Bank und Behörde. Normalerweise sind Kryptowährungen wie Bitcoin öffentlich handelbar. Ihr Preis richtet sich nach Angebot und Nachfrage. So funktioniert OneCoin allerdings nicht. Neue Coins entstehen nicht durch einen echten Wertschöpfungsprozess wie bei Bitcoin zum Beispiel. Ignatova und Co. verteilen neue OneCoins einfach so an jeden, der sie kauft. Der angebliche Wert dieser OneCoins wurde einfach erfunden. Er ist nichts weiter als eine Zahl auf der Website der Pseudo-Kryptowährung. Dr. Ruja Ignatova kündigt immer und immer und immer wieder an, dass OneCoin bald öffentlich handelbar wäre, so wie Bitcoin und die anderen Kryptowährungen. 2018 werden wir dann den Coin öffnen und listen. Also das heißt, ganz, ganz klar, du kannst Coins kaufen und verkaufen, frei, ohne Limits, Anfang 2018. Doch es passiert einfach nicht. Man kann gekaufte OneCoin auch nicht ohne weiteres zurück in Euro umwandeln. Das geht nur über eine Plattform in ganz kleinen Mengen. Und leider werden Anträge auf Auszahlungen auch gerne mal abgelehnt. Immerhin kann man mit seinen Coins auf der firmeneigenen Handelsplattform DealShaker shoppen gehen. Nur ist die leider kompletter Trash. Man könnte sich diesen mobilen Lautsprecher für umgerechnet 267 Euro kaufen. Oder diese Adlerfigur aus Indonesien. Was ist das für eine unnötige Scheiße? Eine Lampe, glaube ich, war dennoch das, oder? Investieren unzählige Menschen. Warum? Warum, Mann? Warum lassen sich Leute so leicht abzocken? Allein in Deutschland rund 60.000 Kunden. Weltweit sind es zu dem Zeitpunkt mindestens 2,2 Millionen. Wow. OneCoin nimmt in dem Jahr global rund 1,8 Milliarden Euro ein. 1,8 Milliarden. Wie konnte diese Betrugsmasche trotz all der Alarmsignale und Ungereimtheiten so gut funktionieren? Ja, sie ist einfach eine gute Rednerin und man hat es auch in der Vergangenheit schon gesehen. Gute Redner sind immer durchgekommen. Käufer werden bei OneCoin häufig selber zu Verkäufern, die die Währung als vermeintliche Bombeninvestition an weitere Menschen empfehlen. Dafür gibt es bis zu 25% Provision in OneCoin und in Cash. Wenn diese neuen Kunden dann OneCoin kaufen und die Währung wiederum an andere Leute weiterempfehlen und so weiter und so fort, verdienen die Menschen oben in der Pyramide jedes Mal mit. Diesen Ansatz nennt man Multilevel-Marketing, kurz MLM. Und OneCoin ist perfekt für diese Masche. Irre Versprechen von Profit, ein nicht wirklich greifbares Produkt, das man unendlich oft verkaufen kann und ein Konzept, von dem jeder schon mal gehört hat, das aber niemand wirklich versteht. Es ist eine potente Mischung. Zahllose Leute bewerben die Kryptowährung aggressiv in der Hoffnung auf dicke, fette Provisionen. You're here for a reason. Always been a world. 10 million users around the coin. Be transparent. How I can change my life as much as possible. Und Dr. Ruja Ignatova ist das Aushängeschild der Firma. Sie verleiht dem Ganzen die nötige Seriosität. Sie so hat einen eine Doktor Fake-Scheiße. An einer Elite-Universität studiert und bei einer renommierten Unternehmensberatung gearbeitet. Aber sie warum? Sie überzeugt die Massen als Crypto-Queen. Doch während all das passiert, werden Behörden überall auf der Welt zunehmend auf OneCoin aufmerksam. Das kann ich mir gut vorstellen. Schon ab Anfang 2016 beginnt das LKA in NRW gegen OneCoin zu ermitteln. Zu der gleichen Zeit beginnen Ermittlungen in Bulgarien, Finnland, Schweden, Norwegen, Litauen und in China. Anfang 2017 schaltet sich die US-Finanzbehörde ein. Zu derselben Zeit wird OneCoin in Deutschland bereits von den Finanzbehörden verboten. Parallel macht die Auszahlungsplattform von OneCoin einfach permanent dicht. So sind OneCoins effektiv einfach wertlos. Man kann sie nicht mehr in Euro oder Dollar oder so zurücktauschen und bis auf die skurrilen Angebote auf DealShaker auch nichts mit ihnen kaufen. Viele Investoren werden zunehmend misstrauisch. Sie erfahren von den Ermittlungen gegen OneCoin. Sie realisieren, dass das, was sie dort angeblich in einem Wallet haben, keine echte Kryptowährung ist. Dass sie ihr Geld einfach nicht wiederbekommen werden. Es gibt Selbsthilfegruppen, in denen Geschädigte anderen Opfern die bittere Wahrheit vermitteln, nachdem sie jahrelang an den großen Reichtum geglaubt haben. Manche Investoren wurden vielleicht nur um einige hundert Euro erleichtert. Aber allein in Deutschland gab es auch Dutzende Menschen, die um Zehntausende Euro betrogen wurden.
Viele Opfer haben OneCoin in ihrer Überzeugung an Freunde und Familienmitglieder weiterempfohlen und sie so teils in den Ruin getrieben. Bis heute ist unklar, wie hoch der gesamte finanzielle Schaden wirklich ist. US-Behörden zufolge beläuft er sich auf rund 4 Milliarden Dollar. Andere Schätzungen gehen von bis zu 15 Milliarden Dollar aus. Und wo ist das ganze Geld hin? Einige Menschen sind durch OneCoin dennoch reich geworden. Sie haben mit der Vermarktung der Pseudo-Kryptowährung an andere unglaublich viel Geld verdient. Für wenige hundert an der Spitze der Pyramide waren es teils zig Millionen Euro im Monat. Sie sind die glücklichen, vielleicht auch skrupellosen Gewinner. We are making the fortunes in multi-level marketing. Alle anderen haben verloren. Schweine. Und das Mastermind hinter diesem gewaltigen Betrug, Dr. ist einfach weg, Ruja ist einfach untergetaucht, wurde bis heute nicht gefasst. Ignatova hat mit OneCoin rund 455 Millionen Euro verdient. Sie hat schillernde Partys veranstaltet. Das hier war ihre Sekt. Wo ist sie? Wo ist das Geld? Und warum hat man die Alte bis jetzt nicht gefunden? Ich meine, das kann es nicht sein, dass man in der heutigen Welt noch immer noch so untertauchen kann, dass einer niemanden findet. Ich würde mal in Bulgarien anfangen, weil aus diesem Viertel kommt sie ja her. Wenn nicht, dann Dubai wahrscheinlich, weil keine Steuern und so weiter. Also, ich meine, sorry, aber irgendwo muss ja das Ganze hin sein, oder? Also, das macht jetzt gar keinen Sinn. 16 Millionen Euro Penthouse-Wohnung in London. Sie hatte eine eigene Yacht und sogar ein eigenes Erdgasfeld. Sie hatte kein Problem damit, Champagner zu trinken, der mit der Insolvenz ihrer Opfer finanziert wurde. Doch 2017 realisiert sie vermutlich, dass es langsam brenzlig wird. Die ermittelnden Behörden überall auf der Welt sind ihr immer dichter auf den Fersen. Im Oktober des Jahres ist Dr. Ruja Ignatova von einem Tag auf den anderen einfach weg. Anfang des Monats sollte sie bei einer Veranstaltung in Lissabon eine Rede halten. Doch sie taucht nicht auf. Ein unübliches Verhalten für die sonst sehr pünktliche Unternehmerin. Zwei Wochen später kauft Ignatova zwei Flugzeuge. Dass sich die wirklich Unternehmerin schimpfen lässt. Die hat tausende, Millionen Leute abgezogen und lässt sich wirklich Unternehmerin. Tickets. Eins nach Wien, eins nach Athen. In Sofia steigt Ignatova in das Flugzeug nach Athen. Dort wird sie am Flughafen von zwei russischen Männern abgeholt. Seitdem gibt es kein Lebenszeichen mehr von ihr. Lebt sie überhaupt noch? Sind die hier vielleicht drauf gekommen? Zu ihrem Verschwinden wird viel gemutmaßt. Vielleicht lebt sie heute undercover in Frankfurt, London, Russland, Bulgarien oder Dubai. Oder aber auch auf einer Yacht im Mittelmeer. Der Crypto Queen BBC Podcast dokumentiert seit Jahren die Jagd nach ihr. Ignatovas Bruder Konstantin hat nach dem Verschwinden seiner Schwester zunächst die Führung der Firma übernommen. Derzeit steht er in den USA vor Gericht. Ihm droht eine Haftstrafe von bis zu 90 Jahren. Ihm werden Geldwäsche und Betrug vorgeworfen. Sebastian Greenwood, Ignatovas ehemaliger Geliebter und OneCoin-Mitgründer, sitzt seit 2018 in einem US-Gefängnis. Unter anderem aufgrund von Telekommunikations- und Wertpapierbetrug sowie Geldwäsche. Dennoch ist das Geschäft mit OneCoin noch nicht vorbei. Im Januar 2022 fand eine dreitägige OneCoin-Gala in Kolumbien statt. Eine betreffende Website und die dubiose Handelsplattform DealShaker sind weiterhin online. Die Scheiße gibt es immer noch. Hier spricht Dr. Ruja Ignatova auf Deutsch darüber, wie wichtig OneCoin für die folgenden Generationen sei. Ein Projekt für uns alle. Ich möchte einfach OneCoin als etwas haben, das für unsere Kinder und für alle noch da ist. Phänomenal. Ein Wert und nicht einfach etwas, das in 3 Jahren weg ist. OneCoin hat das Leben unzähliger Menschen zerstört. Also auf jeden Fall Menschen für deine Kinder noch da. Also die 400 Millionen plus oder sagen wir 450 Millionen plus, die sind auf jeden Fall da für deine Kinder. Selbst wenn du im Source and Bros lebst, also die 400 Millionen sind safe noch da für deine Kinder. Menschen, die sich wenn du noch lebst, natürlich. Etwas ansparen wollten und die auf die Empfehlungen ihrer Freunde und Familie vertraut haben. Ignatova hat sie alle benutzt und belogen. Selbst das Forbes-Cover von ihr ist nicht echt. Nur eine Werbung in der bulgarischen Version des Magazins. In einer Zeit des rapiden Wandels, des technologischen Fortschritts, locken an jeder Ecke Versprechungen vom schnellen Geld.
auch weil heutzutage alles möglich scheint. Sag's immer wieder, wenn etwas zu gut klingt, um wahr zu sein, dann kann's auch nicht wahr sein. Cheers. Cheers. Ärgerer Spruch, gebrochen. Eine sehr traurige Sache, Leute. Ich kannte die Story teilweise auf jeden Fall. Abonniert unbedingt gerne den Channel. Abonniert unbedingt gerne den Channel, schaut gerne auf Instagram und TikTok bei und was für eine unglaubliche Story, was sagt ihr dazu, schreibt es gerne in die Kommentare und schaut wie gesagt auch gerne auf Insta-Dove vorbei für mehr vom Land Stuff, also bis dahin, danke fürs Zugucken, ciao. I'll be number one, working hella hard until I get just what I want.